Einen wunderschönen guten Abend, mein Name ist Admin WD ohne T. Willkommen heute zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und zwar werden wir heute eine What's on my Desktop Challenge machen. Aber ich muss sagen, wir beginnen jetzt mit meinem What's on my PC Challenge. Wenn ihr noch nicht meinen What's on my Phone Challenge angeschaut habt, könnt ihr oben hier auf den Infocard klicken, ist hier oben verlinkt. Und ich würde sagen, wir beginnen von links nach rechts, damit ich da meine Facecam rüber tun kann, damit man auch die rechte Seite sehen. Und zwar seht ihr hier oben meine Maus. Und zwar mein erstes Programm ist Fraps. Damit habe ich früher meine ganzen Spiele aufgenommen. Das war jetzt zum Beispiel Minecraft, Happy Wheels, Battlefield. Eigentlich so gut wie alle Spiele. Das war eigentlich das Top-Programm für Spiele aufnehmen. Aber jetzt halt nicht mehr. Ja, deswegen benutze ich das eigentlich auch gar nicht mehr. So, dann kommen wir zu Virtual DJ 8. Habe ich jetzt schon lange nicht mehr benutzt. Habe ich früher mal benutzt, immer mal so einfach aus Spaß, um Musikübergänge zu machen. Also man konnte halt einfach hier links eine Musik abspielen, auf der rechten Seite die zweite Musik schon abspielen und dann halt das andere dann ein bisschen leiser und dann das andere wieder lauter. Damit man dann einen kleinen Übergang hat, beziehungsweise konnte man dann auch Effekte mit reintun und die Tiefe und die Höhe verändern, die Geschwindigkeit, wie laut es sein soll und ja, also jetzt so bisschen jetzt nicht wirklich so ein richtiges DJ-Pult oder sowas, sondern einfach nur so aus Spaß einfach mal dran rumgespielt. Dann haben wir hier Realtek HD Audio Manager. Damit kann ich dann alles einstellen, was hier an meinem Computer angesteckt worden ist, also Lautsprecher und Mikrofon. Kann es dann noch eine Korrektur daraus machen, wenn ich jetzt zum Beispiel eine 7.1 Anlage habe oder eine 5.1 Anlage, wo das dann rauskommt und beziehungsweise kann ich jetzt noch die Umgebung wechseln, dann tut es dann mehr Hallen oder einen Equalizer anwenden, dann klingt es dann halt ganz anders. Werdet ihr wahrscheinlich auch kennen. Genau, aber ich habe glaube ich alles auf Standort gesetzt. Früher habe ich das glaube ich mal auf Dance und nee, Club und habe ich hier glaube ich noch irgendwie auf was anderes eingestellt. Da klang es irgendwie dann ein bisschen anders, aber mache ich jetzt eigentlich nicht mehr, lasse ich einfach so wie es ist. So, kommen wir zu den CPU-Ordner und zwar ist das ein Ordner, wo ich meine ganzen Daten dafür habe, also zur Überwachung von meinen CPU. Temperatur oder Grafikkarte-Temperatur, ein Benchmark-Test, also einfach nur einen Stresstest zu machen für meine ganzen Hardwares. Dann haben wir hier Sony Movie Studio Platinum 12, das war mein altes Schnittprogramm. Ich dachte eigentlich, ich habe es runtergehauen, aber anscheinend ist es hier noch drauf. Dann habe ich hier Move AVI Video Converter, das benutze ich oft dann einfach, um meine ganzen Videos zu konvertieren, beziehungsweise andere Videos zu konvertieren in was anderen, zum Beispiel von ein MP4, also von einem Videoformat auf ein MP3 oder von einem Format, was nicht kompatibel ist mit dem anderen, einfach nur zu formatieren. Also einfach Datei hier reinziehen, Format auswählen, konvertieren lassen und dann fertig. Also ist eigentlich ganz gängig für mich. Also benutze ich eigentlich öfters mal. PowerRack benutze ich jetzt auch nicht mehr so oft. Das ist auch ein Aufnahmeprogramm für Bildschirm oder auch Spiele. Da habe ich einen Ordner Tools, was ich jetzt nicht weiß, was da überhaupt drin ist. Anscheinend nichts Wichtiges, so wie es aussieht. Könnte ich eigentlich entfernen. Dann habe ich ja Google Chrome, das ist mein Browser, den benutze ich eigentlich am häufigsten. Ich glaube, ich benutze gar nichts anderes mehr außer Google Chrome. Dann habe ich hier TeamViewer 14, das ist zur Fernsteuerung anderer PCs, beziehungsweise können andere auf meinen PC zugreifen oder beziehungsweise greife ich selber auf meinen PC zu mit meinem Handy. Dann kann ich halt manchmal noch irgendwas verändern, Videos schneiden, gerade nicht, aber manchmal mache ich damit noch meine Thumbnails, beziehungsweise kann ich dann noch ein Video hochladen, beziehungsweise sehe ich dann auch, wie weit mein Video schon gerendert ist, wenn ich jetzt nicht zu Hause bin zum Beispiel. So, dann kommen wir halt eigentlich zu meinen wichtigen Programmen. Jetzt OBS Studio ist eigentlich das Wichtigste, was ich jetzt hier mit habe. Das benutze ich eigentlich wirklich für alles jetzt, also zum Bildschirm aufnehmen, zum Facecam aufnehmen, zum Spiel aufnehmen. Eigentlich ist es mein Allrounder Programm. Also die ganzen restlichen Programme könnte ich eigentlich fast alles hier rein. Dann habe ich hier Twitch noch, Stream Portal. Da schaue ich manchmal Twitch Streamer an, aber auch nicht wirklich so oft. Dann habe ich hier noch einen Fraps-Ordner. Dann habe ich hier dann GIMP 2. Damit bearbeite ich dann meine ganzen Thumbnails, Fotos. Picasa 3 benutze ich auch zum Fotos bearbeiten. Obwohl ich das jetzt eigentlich alles viel online mache. Outer City benutze ich, um meine eigene Stimme aufzunehmen, jetzt hier gerade. Pixel Bild Converter benutze ich natürlich, um meine Bilder zu konvertieren, also auch wie beim Video von GBG auf PNG zum Beispiel. Nochmal einen Foto-Editor, worum das auch immer hier drauf ist, benutze ich glaube ich gar nicht. So, dann kommen wir hier zu Memu. Das ist ein Emulator. Es ist so, als hätte man ein Tablet in der Hand. Nur halt für einen PC, also kann man halt Apps spielen oder Apps drauf spielen, die man eigentlich nur auf dem Handy oder auf dem Tablet spielen kann.
Auch deswegen habe ich das, das hatte ich mal für Clash Royale gehabt. Dann habe ich auch nochmal ein Videoaufnahmeprogramm, was ich auch nicht mehr benutze. Das habe ich früher immer alles benutzt. Dann habe ich noch einen Video-Editor, was ich auch nicht mehr brauche, weil ich halt jetzt mit Sony Movie Studio Platinum 15 schneide. Blaze ist von AMD früher eine Unterstützung gewesen zur Grafikverbesserung. Voice Matter kann ich halt meine Stimme einstellen, also wie es klingen soll ungefähr. Habe ich euch auch schon mal erzählt. Dann habe ich hier Adobe Photoshop Express. Wird wahrscheinlich viele kennen Photoshop, aber benutze ich selber nicht, weil es mir etwas zu komplex ist. So, Soundforge Audio Studio 12 und Magic Audio Cleaning Lab könnte ich eigentlich fast zusammenfassen. Das ist so Bearbeitung von Stimme. Ich meine, man kann das auch bei Outer City alles tun. Hier ist nur noch mal ein extra Programm, wo man wirklich seine Stimme noch mal ordentlich bearbeiten könnte. Ich habe mich aber selber damit noch gar nicht befasst, beziehungsweise kann man da auch seine eigenen Sounds und sowas herstellen. Also ich kenne mich mit der Musikrichtung und Stimmeinstellung nicht wirklich so, so gut aus. Dann habe ich hier iTunes natürlich für mein iPhone zum Synchronisieren und Backups speichern. Dann habe ich hier in der Mitte für meine ganzen Streams, also Einstellungen für Donations, den Chat, ja, da habe ich das Streamlabs OBS, ist auch kompatibel mit OBS und ja, benutze ich dann für Streamen. So, jetzt muss ich mal ganz kurz meine Facecam rüber wechseln auf die linke Seite. So, da habe ich hier oben zum größten Teil einfach nur Spiele. Ich würde sagen, wir machen einfach von links nach rechts. Das ist ein Spiel, was ich nicht mehr weiß, was es genau war. Ich glaube, das war ein Zombie-Spiel. Basis-Zombie-Spiel gewesen, glaube ich. Dann haben wir hier Tom Clancy's The Division 2. Habe ich selber noch nicht gespielt. Ist ja erst neu rausgekommen. Keine Ahnung, müsste ich eigentlich auch mal spielen. Praetorians ist ein Strategiespiel in Römer und mit Barbaren und sowas. Also Aufbauspiel. Bei Resident Evil 2 wollte ich eigentlich auch weiterspielen. H1Z1 wie PUBG. Age of Mythology, auch wieder ein Strategiespiel. Minecraft schon ewig nicht mehr gespielt. The New Z, wieder ein Zombie-Spiel. Survival Game. Night Shift, ein ziemlich altes Spiel aus 2003, habe ich schon ewig gespielt. Echt geiles Spiel, echt zu empfehlen. Auch ein Strategiespiel. FIFA 19, werden viele kennen. Yu-Gi-Oh! Gut, habe ich jetzt noch nicht gespielt wieder, Yu-Gi-Oh! Aber ich dachte, ich lade es einfach mal runter. Forest, auch ein Survival Game. Devil May Cry 5, das habe ich jetzt auch schon mal ein bisschen angespielt. Ist von der Marke Capcom. Ist ein ziemlich cooles Spiel eigentlich an sich. Gute Story, aber ich habe es noch nicht ganz durchgespielt. Dann CSGO, werden auch viele kennen. Counter-Strike, ganz berühmtes Spiel. Yet Another Zombie Defense, wird schon der Name sagen, was es hier geht. Zombies. Battlefield 3, Battlefield 4 ist ziemlich geil. Spiele ich immer noch. Zumindest in Battlefield 4 online. Und dann Home Sweet Home. Ja, das habe ich ja in meinem letzten Video schon gespielt. Das ist einfach nur nochmal meine drei Anbieter, die ich habe. Steam, Origin, Uplay. Hier ist nochmal ein Game Recorder. Ich weiß gar nicht, warum da hier drüben ist. Und BlueStacks ist das gleiche wie Memu. Einfach ein Emulator, der also auch ein bisschen besser ist als Memu, finde ich. So, dann würde ich sagen, wechseln wir mal ganz kurz rüber auf die andere Seite. Hier sehen wir jetzt gerade mein Aufnahmeprogramm für meine Stimme, beziehungsweise auch hier ich selber zu sehen. Also einmal OBS und einmal Audacity. Ja, wechseln wir mal ganz schnell rüber. Ich tue es mal ganz schnell rüber. Wie ihr seht, bin ich schon bei 20 Minuten Aufnahme und im Video sind wir gerade mal bei 5 bis 10 Minuten gerade, denke ich mal. So, was mache ich denn jetzt hier? Ich krieg's nicht rüber. So. Auf meinem zweiten Bildschirm habe ich eigentlich eher nur Sachen, die ich eh nicht so oft brauche. Und auf meinem Hauptbildschirm natürlich die Sachen, die ich sehr oft brauche. So, links haben wir den Papierkorb, den könnte ich eigentlich auch mal wieder lernen. Robot Reader, werden viele kennen zum PDF auslesen. Samsung Magician, einfach um meine SSD einzustellen. Kaspersky Internet Security, ein Antivirenprogramm. PDF Compress und PDF 24 Creator, das ist ziemlich gut, als ich meine Bewerbung geschrieben habe. Da konnte ich immer alles zusammenfassen. Das heißt, ich musste jetzt nicht mal jedes einzelne Datei sozusagen hinzufügen, Online-Bewerbung jetzt zum Beispiel, sondern ich habe das einfach alles schön in einer PDF zusammengefasst und hat einfach alles in einem Programm gehabt und so konnte man halt einfach so durchscrollen und hatte einfach alles auf einer Seite gehabt und man musste nicht immer jedes einzelne anklicken. Da war eigentlich ziemlich gut, also einfach um eine PDF zu erstellen. VLC Media Player, der gängigste Player, da kann eigentlich so gut wie alle Formate abspielen, die es eigentlich gibt. Berufsschule, ja, sind halt Sachen von der Berufsschule. Clash Royale, das wird einfach da BlueStacks gestartet. So, dann haben wir hier Tor Browser, werden auch vielleicht viele kennen, um ins Darknet zu gelangen. War ich jetzt aber schon ewig nicht mehr drin. Hier, um eine Webcam einzustellen. Skype, werden es viele noch kennen, vielleicht von früher. Amazing, auch um mein iPhone zu synchronisieren. Nochmals Kaspersky und noch ein QuickTime Player, auch für Videos abzuspielen. Ein Anbieter von Apple, QuickTime Player. CD Burner XP und Audio CD Burner Studio, um CDs zu brennen, bzw.
beziehungsweise könnte man das auch ganz einfach über iTunes machen, aber ich habe mir einfach mal noch ein extra Free-Programm runtergeladen. Dann habe ich ja noch einen Download-Ordner. Highsuit habe ich jetzt wirklich gerade keine Ahnung, was das sein soll. Firefox benutze ich, um ehrlich zu sein, gar nicht. Opera auch nicht. Hier kann ich meine Drucke einstellen mit meinen Photosmart 5200 Series. Dann habe ich WinZip, um Dateien zu entzippen. Ja, was ist das? Das weiß ich jetzt gerade selber nicht. Deswegen gucken wir mal rein. Alter. Achso, das ist ein Programm. Das sucht Dateinamen mit den gleichen Namen ungefähr. Wenn man jetzt Fotos hat, die immer den gleichen Namen haben, das wird dann alles aufgelistet. Dann kann man es dann viel besser löschen. Deswegen habe ich das also alles Duplikate sozusagen. So, dann tue ich nochmal Gott meine Kamera hier rüber wechseln. So, hier drüben habe ich eigentlich nur noch Online-Bewerbung und Foto löschen und ja, irgendeine Nummer, wo ich keine Ahnung habe, wozu die gehört. Jo. Und das war's, was auf mein Desktop ist. Und ich hoffe, das Video geht nicht allzu lange. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen und ein Abo sehr freuen. Wie immer könnt ihr unten in die Kommentare Verbesserungsvorschläge reinballern. Und ich würde sagen, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Irgendwann am Samstag. Adieu, manieu.